Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Montagmorgen. Heute ist der 29.03.2021. Ja, ich habe mir selber die Augen reiben müssen. Tageshoroskop, hier steht doch tatsächlich 25.000 Abonnenten. Ich bin überglücklich. Ich hätte mir das nie erwartet. Ich meine, in den letzten Wochen natürlich, ja. Aber ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt, die Geschichte. Kommt es auf einmal mehr oder weniger auch nicht drauf an. Mein Ziel für Ende 2020, also den falschen kalendarischen Jahreswechsel, war 5000 Abonnenten. Und im Innersten habe ich gehofft, dass jedes Video vielleicht so 2000 Mal aufgerufen wird. Also pro Tag 10.000 Aufrufe, das hätte mich doch sehr gefreut. Mittlerweile liegen wir bei über 60.000 Aufrufen pro Tag und es wächst weiter dank deiner Hilfe, weil du hast mich weiterempfohlen. Ja, jetzt bist du selber schuld, ja. Du hast mich weiterempfohlen, ich wurde dann nochmal weiterempfohlen und so weiter und so weiter. Also irgendetwas müssen wir hier richtig machen. Nochmal ganz, ganz großen Dank und schauen wir, dass wir weiterhin zusammenbleiben, dass die Astrofamilie weiter zusammenwächst und dass wir halt, naja, ein bisschen lustige Informationen rausholen, teilweise auch ganz schön ernste Informationen. Denn für morgen, den 30.03., haben wir eine Konjunktion zwischen, wo ist sie, da ist sie, zwischen Merkur und Neptun eingeschlossen im ersten Haus. Und ihr wisst ja schon, was eingeschlossen bedeutet. Richtig, nichts Gutes. Die Zahlen lauten 30, 33, 35, nochmals 35, 37, 38, die 11 und die 2. Nichts Gutes ist relativ, weil alles hat natürlich auch seine gute Seite und die werden wir natürlich herausarbeiten. Die erste Zahl ist die 30. Die 30 steht für gute Aussichten. Es ist eine Zahl der Zuversicht, Optimismus, aber ein bisschen die Energie fehlt. Die holt man sich halt eben durch Rückzug, kein Problem. Auftanken ist ja wie bei Elektroautos auch innerhalb von, glaube ich, 20 Stunden erledigt. Die 33 ist die große Meisterzahl, ja, also ganz fantastische Möglichkeiten. Ich habe dafür die 21 genommen, die stärkste Zahl, die die Tarotkarten anzubieten haben. Dann habe ich gleich noch die 17, die Christuskarte dazu genommen. Doppelt hält besser. Was aber interessant ist, dass die 33er, so sagt man, bei Gefühlen sehr, sehr zurückhaltend sind. Aus Kommentaren habe ich halt gelesen, was stimmt, ja. Natürlich, wenn man verletzt wurde, klar, zieht man sich zurück, weil die Euphorie und der Optimismus der 33 wird von 90% der Menschen einfach nicht verstanden, ja. Logisch. Ergibt sich daraus nach außen dann hinterher eine Art Sparsamkeit. Die 35 haben wir doppelt, das heißt die nächsten 3 Monate, weil Merkur Konjunktion Neptun kommt jedes Jahr ungefähr einmal vor, das heißt, das ist circa, ja, ein Vierteljahreshoroskop, das heißt aber, das gilt für uns eh schon, eigentlich immer, gell? Die 35, wir sollen immer vorsichtig sein. Die 35 beschreibt, wir haben immer die Wahl. Lassen wir uns, eigentlich müssten hier 2 gekreuzte von diesen Dingen stehen, lassen wir uns therapieren oder bleiben wir auf der gesunden, intelligenten Seite. Und wenn wir die richtige Entscheidung treffen, schaut es für uns sehr gut aus. Wenn wir die schlechte Entscheidung treffen, naja, aber weiter zum zweiten Teil. Ende.